took what you treasure, and I'm never gonna give it up. Yeah. I've been hoping for it, I've been planning for it. I'm the villain, and I'm gonna take it, take it. Servus, Freunde! Herzlich willkommen zu Fleischglück. Und wir widmen uns in diesem Channel dem wohl schönsten, hochwertigsten und sensibelsten Lebensmittel der Welt, Fleisch. Und heute werden wir uns auf die Suche machen nach einem Mythos, der Mythos schlechthin, Pastrami. So, Pastrami hat jeder schon mal in irgendwelcher Form gegessen, sei es im Sandwich in New York, dieses typische Ruben-Sandwich, ne? Oder sei es im Lobskaus, als ich bei Kitchen Impossible war, wurde mir gesagt, dass ins Lobskaus eine gepökelte Rinderbrust gehört, die man dann durch den Fleischwolf dreht. Kann man machen, andere Länder, andere Sitten. Und wir werden uns jetzt wirklich auf diesen Mythos oder auf die Suche nach diesem Mythos Pastrami begeben. Es gibt verschiedene Wege. Heute eingeladen zu mir in den Stall habe ich meinen lieben Freund und absoluten Fleischspezialisten vom Meat Heaven, den David Pietralla. Und wir kümmern uns heute wirklich um das Thema. Es geht um die Pastrami. Das Pastrami, den Pastrami, der Pastrami, ja, der Pastrami heute. Halt. So, und was es damit auf sich hat, das kann euch am besten der David mal erklären. Eins kann ich euch sagen, es geht um eine wunderbare Sache, es geht um die Brust. Es geht um die Rinderbrust, ein eigentlich recht zähes Teilstückchen. Ja. Und wenn wir das Original nachbauen wollen, Pastrami, dann sind wir bei zwei ganz wichtigen Punkten. Zum einen müssen wir das Ganze nass pökeln und es muss gedämpft werden. Also wir haben viel Feuchtigkeit mit drin und das macht das Original meiner Meinung nach eigentlich aus. An dieser Stelle das Original. Also ihr könnt es euch schon mal vorstellen, wenn er von dem Original spricht, es gibt zwei Wege. Es gibt einmal nass und es gibt einmal trocken. Richtig? Gepökelt, ja. Genau. Nass und trocken gepökelt. Pökeln. Mit was pökeln wir denn? Ja, mit Nitritpökelsalz. Mit Nitritpökelsalz. Freunde, Nitritpökelsalz. Das ist nicht das Gesündeste. Ne? Und das ist das, was im Endeffekt das Fleisch rot macht. Und für viele, die jetzt sagen, ist es gesund, ist es nicht gesund? Natürlich ist es nicht gesund. Es kommt natürlich auch immer auf die Dosis drauf an. Und entscheidend ist, warum benutzt man es eigentlich, wenn es ungesund ist? Also Nitritpökelsalz lässt dem Fleisch die Farbe behalten. Wenn jetzt zum Beispiel Wiener Würstel oder ein roter Leberkäs oder eine Currywurst, ne, oder eine Leona, in dem Moment, wo Nitritpökelsalz im Spiel ist, behält es die Farbe. In dem Moment, wo man normales Kochsalz nimmt, wird es weiß. Zum Beispiel ein weißer Leberkäs, Weißwürst, Bratwürstel. Also das ist entscheidend für die Art des Salzes. Und es hat halt auch noch einen sehr haltbar machenden Effekt. Daher kommt das Thema Pastrami ja eigentlich auch, dass sie das früher halt eingelegt haben, wenn sie gemerkt haben, hey, ich habe keinen Kühlschrank, irgendwie muss ich mir den Kram haltbar machen, sonst wird es schmierig und fängt an zu stinken. Ab ordentlich Pökelsalz, Pökellake drauf. Richtig. Und das ist so die Idee hinter Pastrami. Ordentlich Gewürze mit dran und ja. Genau. Deshalb, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir haben ein bisschen was vorbereitet bei dem Thema, müssen wir das einfach so machen, weil sonst würden wir nach 10 Tagen irgendwie nochmal drehen. Wir haben hier eine Rinderbrust, wieder ein deutsches Wagyu, ein richtig tolles Teil und das liegt in der Lake. Wie gesagt, mittlerweile seit ungefähr 2 Wochen und die Lake besteht aus 8% Pökelsalz, 10% Zucker und dann haben wir noch so ein paar Gewürze im Ganzen dazugegeben. Wir haben Wacholderbeeren zum Beispiel, wir haben ein paar Lorbeerblätter mit dazugegeben, wir haben Senfkörner, die wir einfach mit dazu gegeben haben. Pfeffer ist ein ganz wichtiger Anteil und wenn man will, kann man auch noch irgendwie ein bisschen Ingwer oder ein bisschen Knoblauchpulver mit dazu geben. Ja, da drin liegt das dann einfach erstmal für 2 Wochen. Wir spritzen da nichts rein mit irgendwie einer komischen Pökelspritze oder sowas, sondern wir lassen es einfach lange drin liegen. Das Pökelsalz braucht so ungefähr 1 Zentimeter pro Tag, um in dem Fleisch vorzudringen. Aber selbst bei dem dicken Stück kann es noch sein, dass wir einen ganz, ganz kleinen grauen Punkt in der Mitte haben, weil wir einfach so ein Monster Brisket haben, obwohl es da 2 Wochen drin lag. Genau. Und nach den 2 Wochen holt man es raus. Wir spülen es jetzt einmal kurz ab und dann geben wir den finalen Pastrami Rub drauf. Dabei ist wichtig, dass wir ohne Salz arbeiten, weil wir haben eben schon viel Salz auch durch das Nitritpökelsalz und den Zucker irgendwo damit drin. Das dringt auch tief ein. Das Fleisch schmeckt dann von innen heraus sehr stark und sehr kräftig gewürzt. Und für den finalen Rub, den haben wir dann hier, da haben wir Pfeffer, Koriander mit dabei. Wir haben ein ganz bisschen Chili-Pulver, in dem Fall mal geräuchertes Paprikapulver, dieses Pimentonpulver, die natürlichen Geschmacksverstärker, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, noch ein bisschen Zucker, um so ein bisschen zu karamellisieren. Der Zucker karamellisiert bei den 130 Grad und ein bisschen Senf ist dran. Und das geben wir jetzt da drauf. Vielleicht schneide ich noch ein bisschen Fett ab, wenn ich darf. Nur so ein bisschen.
Ja. Und, also, ja. Auf dem Grill. Genau. Einmal noch kurz gesagt, es gibt ja die Möglichkeit zu pökeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu pökeln. Der ganz normale Schinken, der wird auch eingelegt in eine Pökellake. Wir Bayern, wir sagen gsurn, der wird eingesurt in eine saure Sur. Ja? Also nur damit ihr mal wisst, was Suren ist. Und es gibt auch die Möglichkeit, der David hat es gerade angesprochen, zu Spritz zu pökeln, also mit einer sogenannten Pökelspritze, wo dem Fleisch das Ganze initiiert wird. Erfunden hat es ein Berliner Metzger, der Metzger Kasseler. Und da kommt das Kassler her. Kassler Rippenspeer, Kassler Krautfleisch. Also nicht aus Kassel in Hessen, sondern aus Berlin vom Metzger Kasseler. Wichtiges Wissen ganz nebenbei. So, ich darf das schon mal abwaschen. Ja, gern. Also hier haben wir das ganze Brisket und man sieht jetzt schon, das Salz hat einiges getan. Macht das ein bisschen grau. Und wichtig ist, dass man jetzt diese Lake gut abwäscht. Moment, ich tue es jetzt noch ein bisschen trocken tupfen. Da ist halt jetzt sehr viel Fett drauf. Das ist halt bei den fetten Wagyus so, ne? Genau. Ich lasse das ja auch immer drauf, das Fett. Aber wir trimmen es jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen zu. Beim Rinderfett, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Fett ist nicht gleich Fett. Also da gibt es natürlich Kuhfett, altes Fett, junges Fett. Wagyu-Fett ist immer noch mal einen Ticken anders, hat einen ganz anderen Schmelzpunkt und Wagyu-Fett hat auch noch mal einen ganz anderen Geschmack. In dem Fall ist es jetzt ziemlich wurscht, weil es halt einfach recht salzig schmeckt. Wir haben jetzt hier eine Brust, das ist im Prinzip das gleiche, was wir auch fürs Beef Brisket nehmen. Wir haben oben drauf das Point, unten drunter das Flat. Das Point tendenziell viel, viel stärker marmoriert als das Flat unten drunter. Deshalb nehme ich auch ein bisschen Fett weg. Ihr seht einfach auch schon, ne, wenn ihr hier das anschaut, das ist fast zur Hälfte schon Fett. Da reicht mir das, ja? Sonst ist es vielleicht auch irgendwann ein bisschen zu viel. Ich nehme so das grobe Überstehende. Hier vorne ist es auch sehr, wie sagen wir so, ne, chunky, sehr, sehr dick. Wenn man sich das mal anschaut, das ist dann fast pures Fett, was wir hier haben. Ja. Und wenn wir so pures Fett im Mund haben, dann ist das vielleicht doch einfach schon ein bisschen zu viel. So eine kleine, schöne Form da reingeschnitten. Das wird auch so glibbelig und matschig, wenn man das so lange nass pökelt. Ja, hier hinten noch eine kleine Ecke abgeschnitten. Hier noch eine kleine Ecke abgeschnitten, dass es nicht verbrennt. Einmal unten drunter geschaut. Wir haben hier zwischen den beiden Muskeln auch immer noch mal so einen richtig fiesen Fettboller. Auch den hole ich einfach mal schnell raus und zeige euch den. Ja, der ist, wenn er pur gegessen wird, dann vielleicht doch auch mal ein bisschen too much. Das ist so 3 cm pures Fett. Die Jungs bei viel Bier und Alkohol vertragen das locker. Aber ich sag mal so, bei den Damen, die bei uns essen kommen, wenn ich da so ein dickes Fettstück auf den Teller packe, dann ist es vielleicht auch einfach mal too much und sie kommen damit nicht klar. Und man sagt ja immer Abschnitte. Abschnitte ist eigentlich das falsche Wort dafür. Ich nenne es einfach immer Zuschnitte. Ja? Wenn man was zuschneidet und dann sind es nicht die Abschnitte, sondern die Zuschnitte. Weil das hier fliegt auf gar keinen Fall weg. Weißt du, was wir damit machen? Wir machen das in die Wurst. Ne? Ja, das ist gepökelt. Ne? Also wir machen das in die Wurst, einfach nochmal zum Fetten. Wir haben hier schon schön Salz drin, wir haben schon schön Geschmack und wir haben natürlich genau das Fett, was wir brauchen, wenn wir jetzt zum Beispiel Bratwürste machen. Und das ist dann nochmal der richtige Kick. Ja. Ich schneide nicht zu viel ab, wir lassen es ein bisschen rough. Da haben wir uns ja schon drauf geeinigt. Ne? Du hast eh schon viel zu viel weggeschnitten. Aber so soll es lang. Ja. Und jetzt kommt noch der finale Rub da drauf. Wir haben es, wie gesagt, einmal abgewaschen. Ist nicht ganz so wichtig, das dann auch über Nacht nochmal zu wässern, so wie bei der trockenen Variante, sondern wir machen den Rub drauf und hauen es auf den Grill, oder? Genau. Dann kommt die erste Phase. Richtig. Also Rub muss ich nochmal ganz kurz erklären. Die Barbecue-Welt weiß natürlich, was ein Rub ist. Die Barbecue-Welt steht morgens auf und denkt vor dem ersten Kaffee schon an den Rub. Aber für die ganz normalen Zuschauer sage ich jetzt einfach mal, ein Rub ist immer eine trockene Würzmischung. Also eine trockene Gewürzmischung. Wenn man von einem Mop spricht, dann meint man immer eine feuchte Marinade auf Tomaten- oder Ölbasis. Aber ein Rub ist einfach nur eine trockene Würzmischung. Und jeder hat so sein Geheimrezept. Das ist jetzt Meat Heaven Pastrami Rub à la David Pietralla. Was ja, ist das alles ist schon drin? Relativ klassisch. Ne? Wir haben Knoblauch, Zwiebelpulver als Geschmacksverstärker mit drin, viel Pfeffer, viel Koriander, ein ganz bisschen Chili haben wir mit dabei, Senfkörner und noch ein ganz bisschen Zucker. Wichtig ist, dass man kein Salz mehr dran macht, weil es ist ja schon recht kräftig gesalzen. Da zieht viel Salz einfach ein bei einer 8% Pökellake. Und ich vermische das einfach mal und dann geben wir unseren Rub. Das Rezept findet ihr wie immer auf www.fleischglück.de
oder auf dem YouTube-Channel. Ne? Einfach abonnieren, ist am allerbesten. Und dann werdet ihr natürlich auch immer mit den besten Rezepten versorgt. Und das ist hier ein Klassiker. Und wer einmal selber Pastrami gemacht hat, der wird nie wieder aufhören damit. Es ist vielleicht ein bisschen aufwendig, es sind große Teile. Aber das Schöne an der Pastrami oder an dem Pastrami ist, oder an der Pastrami, wie heißt es eigentlich richtig? Boah, keine Ahnung, ich war in Deutsch richtig schlecht. Das Pastrami, ja. Also ich kann es euch sagen, wie es auf Bayerisch heißt, der Pastrami. So, und wer einmal angefangen hat, selber Pastrami zu machen, wird nie wieder aufhören damit, weil es lässt sich super aufheben. Ne? Das ist im Endeffekt, wie wenn man selber mal ein Schwarzgeräuchertes macht oder selber mal einen Speck macht. Das ist halt einfach wirklich mit der eigenen persönlichen Note. So, also, wir haben es sauer eingelegt, mehr oder weniger. Wir haben eine Woche lang, genau, mindestens. In der Salzlake. Kann aber auch 2-3 Wochen liegen, genau. Haben es kalt abgewaschen, haben jetzt den Rub gemischt, haben es eingerubbt, nicht zu viel. Was ohne passiert? Salz. Genau. Was passiert jetzt? Jetzt wandert das Ding wie ein Brisket einfach auf den Smoker. Wir smoken das, wir wollen Raucharoma, wir wollen Kruste bilden. Das machen wir so 3-4 Stunden bei 120, 130 Grad, sehr analog. Und danach wird das Ding gedämpft, bis es zerfällt. Okay, wenn jetzt jemand zu Hause keinen Smoker hat, sondern nur einen Kugelgrill oder einen Backofen. Dann ordentlich Holzchips dazu geben. Im Backofen wird es mit dem Holz, mit dem Raucharoma ein bisschen schwierig. Da muss man sich dann halt behelfen und irgendwie vielleicht ein bisschen Räuchersalz nehmen, Liquid Smoke mit in die Lösung mit reinmachen. Ja. Das ist jetzt nicht der, nicht die feine Art, aber klar, wenn ich Rauchgeschmack dran haben will, dann kann ich den auch irgendwie anders da dran geben. Also man könnte es hinbasteln, aber ein richtiges Pastrami muss eigentlich in den Smoker beziehungsweise muss im Grill gemacht werden. Wir brauchen eins, wir brauchen Aroma, wir brauchen Rauch und dafür braucht man halt einen Grill. Das geht im normalen Ofen nicht so gut und wir machen es auch so, wie es sich gehört. So, ich gehe schon mal zum Grill und ich mache hier schon mal weiter mit dem zweiten Ansatz. So, David, schieß los. Ja, das ist im Prinzip die zweite Möglichkeit. Das ist das, was in Deutschland auch deutlich verbreiteter ist, irgendwie Pastrami zu machen. Das Ganze wird trocken gepökelt. Wir nehmen einfach, wir haben jetzt hier mal, um es zu vergleichen, einen Tafelspitz genommen und wir haben hier auf der Seite auch wieder ein Brisket, aber nur das Flat unten drunter sehr, sehr sauber ausgelöst. Das lag jetzt schon eine Nacht lang im Wasser. Das ist wichtig, dass man es nach dem Trockenpökeln nochmal ordentlich wässert, weil wir haben hier eine deutlich höhere Salzkonzentration als in dem nassgepökelten am Ende da drin. Ne? Also für euch zu Hause, das ist Trockenpökeln. Das heißt, wir lassen das Wasser weg und nehmen den Rub im Endeffekt, den Pökelrub, ja, mit Nitritpökelsalz. Mit Nitritpökelsalz. Mit Nitritpökelsalz, ne? Machen uns den Rub, wie wenn wir jetzt einen Pulled Pork machen würden, wie wenn wir ein Brisket machen würden. Vakuumieren das und haben so im Endeffekt das Gleiche im Umkehrschluss trocken. Wichtig ist, dass man es hinterher wässert, richtig gut wässert. Also wir haben es jetzt über Nacht nochmal gewässert und dann starten wir. Ja. Variante Nummer zwei. Variante Nummer zwei. Und auch da kommt dann am Ende wieder der, oder bevor wir smoken, wieder der trockene Rub ohne Salz drauf, weil wir haben ja schon genug Salz. Aber wir können einfach mal das hier auspacken und euch das zeigen. Ja. Machst du? Da ist schon relativ viel Rub dran. Ja? Man nimmt so 40 Gramm, also 4% pro Kilogramm Nitritpökelsalz und 5% Zucker. Und das ist dann am Ende schon so 120 Gramm. Das ist mehr, als beim Rubben drauf hängen bleibt. Deshalb schütten wir den Rub am Ende zurück mit hier rein. Deshalb sieht das jetzt so viel aus. Und dann nimmt man das einfach, waschen das einmal ordentlich raus. Das Wasser, was hier drin ist, das kommt von ganz alleine. Das ist das Wasser, was aus dem Fleisch rausgezogen wird. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ne? Und man sieht jetzt hier schon, es hat natürlich deutlich an Flüssigkeit verloren. Und das ist jetzt auch kein Brisket, also das ist keine Brust, sondern das ist ein wunderbares Stück. Das ist ein Tafelspitz, den wir jetzt hier gemacht haben. Also man muss Pastrami nicht zwangsweise immer aus der Brust machen. Man kann auch andere Fleischteile nehmen. So, wir haben jetzt hier die zwei Varianten. Wir machen jetzt mal eine andere Variante. Klassisch und traditionell wird Pastrami immer aus der Rinderbrust gemacht. Aber so what? Scheißegal. Erlaubt ist, was schmeckt. Und wir machen heute nochmal eine Variante aus dem Tafelspitz. Ne? Das Heiligtum der Argentinier, das Picanha, der Tafelspitz, ne? Der Festtagsbraten der Österreicher und die Variante mit dem Fettdeckel fürs Pastrami. Also ihr seht heute auch mal was Neues. Es muss nicht immer Brisket sein.
Und wir garen es vor allen Dingen nicht bis zum kompletten Zerfall, sondern wir hören so bei 68, 70 Grad auf. Und eigentlich ist es dann eher so eine Art Aufschnitt. Ja. Weil es hat noch Struktur, es fällt noch nicht komplett auseinander. Man muss es auch dünner schneiden. Es wird auch im Regelfall eher kalt gegessen. Das hier ist jetzt nicht lange gewässert, stellt es euch einfach mal so vor, aber wir wollten euch trotzdem den Schritt zeigen, irgendwo das da rauszunehmen. Das müsste jetzt eigentlich noch eine Nacht lang im Wasser liegen. Das Flat hier, das hat das schon getan. Auch hier gilt jetzt nur noch den Rub drauf zu geben und das Ganze auf den Grill zu hauen. Ja. Dann warten wir auf Temperatur und bei knapp 70 Grad kühlen wir es runter, schneiden es an und machen uns ein Sandwich, oder? Alles klar, hört sich gut an. Auch hier nicht ganz so viel von dem Rub verwenden, wie wenn ihr jetzt Pulled Pork machen würdet, ne? Weil es ist ja wirklich lange genug in der Lake gelegen und hat sich lange genug eben vollgesaugt mit dieser aromatischen Würzmischung. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip drei Ansätze. Wir haben einmal eine ganze Whole Packer Cut, also die komplette Rinderbrust mit Point und Flat und Fett und allem drumherum nass gepökelt. Dann haben wir hier trocken gepökelt, nur das pure Flat. Und im direkten Vergleich dazu nochmal was wir sonst eher als Steakfleisch verwenden würden in unserer Welt, ne? Einen Tafelspitz und das beides hier, das garen wir bis zu einer Temperatur von knapp 70 Grad. Und das andere, das kriegt noch eine zweite Phase an. Geschlossen, das wird noch so weit gedämpft, bis es komplett zerfällt, mehr oder weniger. Also, drei Varianten. Zweimal klassisch, einmal ein anderer Cut. Fakt ist, dass alle drei Varianten ziemlich genial sind. So, Pastrami. Ne? Das Wichtigste ist natürlich das Pökeln und der zweitwichtigste Schritt oder der finale Schritt, um das Pastrami wirklich auf den Punkt zu bringen, ist Räuchern. Wir haben jetzt hier einen Pellet Smoker, aber da kannst du ein bisschen mehr erzählen dazu. Ja, Pellet Smoker macht es relativ einfach. Wir haben hier hinten das Holz drin, wir arbeiten mit einem echten Holzfeuer. Da ist im Prinzip sowas wie eine Pelletheizung drin verbaut. Das heißt, der misst nach, bei welcher Temperatur er ist. Wenn es ihm zu kalt ist, gibt er mehr Pellets und mehr Luft dazu. Man hat ein echtes Holzfeuer, wir haben richtig Rauch und man kann vor allen Dingen auch mit so kräftigen Hölzern wie Hickory und Mesquite arbeiten. Die können wir in Deutschland schlecht kaufen für einen Stickburner. Ja, das Holz zu importieren, da ist dann wirklich endlich mal Schluss. Aber Pellets gibt es halt mit den Aromen und dementsprechend haben wir jetzt hier mal ordentliche Hickory Pellets drin, damit wir einen kräftig schönen, intensiven Rauchgeschmack, so wie man das in Amerika auch eigentlich hat, dann ans Fleisch ranbringen. Ja. Die liegen da drin, einfach so. Wir messen mal die Temperatur, weil gerade bei den beiden schnellen Varianten ist uns die Endtemperatur wichtig. Wir wollen nicht auf 80 Grad, dann wird es schon zu trocken, sondern so knapp unter 70 bleiben. Haben hier vorne das Picanha liegen, hier oben das Flat und unten dann den ganzen Ansatz, The real thing, so ungefähr. Ne? Genau. Und auch hier gilt die eiserne Regel, die habe ich von David. If you look, you don't cook. Wir brauchen jetzt hier so ungefähr 4 Stunden. Wie gesagt, wir gucken nicht wirklich auf die Uhr, wir gucken auf die Kerntemperatur. Wir haben die Kerntemperaturfühler schön mittig ins Fleisch gegeben. Und die erste Phase ist bei beiden Ansätzen am Ende, wenn wir so bei 68, 70 Grad angekommen sind. Das ganze große Stückchen, das jagen wir dann in die Dampfphase. Und die anderen, die schneiden wir dann auf und belegen direkt als Sandwich. Ja. Hört sich nach einem sehr guten Plan an, würde ich sagen. Deshalb, was machen wir jetzt die nächsten 4 Stunden? Burger? Ich zeig dir mal meinen Bierkühlschrank. Sollen wir mal nach dem Pastrami gucken? Unbedingt. Weil der Aufschnittansatz, den wir gemacht haben, der müsste jetzt eigentlich soweit schon fertig sein. Wenn wir hier die Kerntemperatur messen, dann landen wir bei so 67, 68 Grad. Ja. Und das ist ein kleines, dünnes Stückchen, das geht ein bisschen zackiger. Der große Brocken, der braucht noch, ne? Das ist unser Flat, so schaut's aus. Und auch der Tafelspitz ist schon soweit. Ja, auch das kleine Stückchen hier hat eine Temperatur von 63, 64 Grad jetzt gerade gehabt. Das soll uns lang, wir legen es raus, wir lassen es runterkühlen und dann können wir es als Aufschnitt aufschneiden. Da sprechen wir ein bisschen über die Schnittstärke und den Geschmack und gucken uns das einfach mal an. Perfekt. Das große Pastrami, das nassgepökelte, das bleibt noch ein bisschen drin. Das braucht einfach durch die Zeit länger, bis zu diesem Punkt zu kommen, wo wir es dann auch da in die nächste Phase schicken und einmal richtig durchdämpfen, dass es weich ist und zerfällt. Jetzt machen wir aus unserer Pastrami ein Pastrami-Sandwich und dafür braucht man das richtige Brot. Ich zeige euch mal, wie man Pastrami-Sandwich im Stoi-Style macht. Wie man das perfekte Brot macht für Sandwich,
Klickt einmal hier und dann seht ihr, wie das geht. Gut, David, wir haben sie ja schon gebacken. Es ist jetzt schön ausgekühlt. Und was wir jetzt noch brauchen ist, dass wir das doch einmal schön auf dem Grill, wirklich auf den Rost, angrillen. Und da ist so viel Butter drin, da ist Zucker drin. Das passt einfach hervorragend. Das könntest du schon mal machen. Mach ich. Gut. In der Zwischenzeit mache ich schon mal unseren Krautsalat und der ist wirklich bums einfach. Es gibt ja ein sogenanntes Räuben-Sandwich und das wird auch in Amerika gern gegessen. Da kommt rein ein Thousand Island Dressing und ein bisschen Krautsalat. Was wir jetzt hier machen, hat mit dem nur ganz entfernt was zu tun, denn wir machen unseren Krautsalat wirklich ganz, ganz schnell, also blitzartig. Dazu braucht man Kraut und da nehmen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen Weißkraut. Ja, in Nicht-Bayern sagt man Weißkohl dazu, ne, aber wie gesagt, wir sagen Kraut. Der wird ganz grob gehobelt. Und dann lassen wir den einmal zusammenfallen. Also wir haben den wirklich sehr grob. Zucker, Salz zu gleichen Teilen, ein bisschen an Essig. Wir haben jetzt hier weißen Balsamico und jetzt kommt was, alte Schule, weißer Pfeffer. Ja. Benutzt ihn heute die wenigsten noch. Ich finde es immer super. Weißkraut, weißer Pfeffer, ist doch klar. So. Dann wird das Ganze richtig fest zusammengemanscht. Und durch dieses Kneten geht das Salz ins Kraut. Und das Kraut kriegt so einen richtig guten Geschmack. Wenn man jetzt eine bayerische Variante machen würde, würde man auf jeden Fall noch ein bisschen Speck reinmachen oder ein bisschen Kümmel. Krautsalat ohne Kümmel geht eigentlich gar nicht. Das ist ja wie ein Fahrradfahren ohne Räder. Na? So, und ganz zum Schluss nehme ich jetzt nochmal den gleichen Anteil an Sauerkraut. Wirklich rohen, kalten Sauerkraut. Schmeckt sensationell. Und das ist im Endeffekt unser Krautsalat fürs perfekte Pastrami-Sandwich. So, wenn der David jetzt dann mal wieder kommt, dann bauen wir das ganze Ding fertig. So, ich habe das Brot gegrillt. Das sieht sehr gut aus. So, in Bayern gibt es einen Spruch. Und den müsst ihr euch jetzt wirklich fest einpflanzen im Hirnkastel. Der heißt, solange die Wurst dicker wie das Brot ist, ist es wurscht, wie dick das Brot ist. Okay, das muss da drin einfach fest verankert sein. Und das ist für dich jetzt eigentlich der Startschuss. Wir brauchen Pastrami. Das heißt, ich schneide mal ein bisschen mehr auf. Ich sage jetzt mal, wie war der Satz? Es muss mehr Fleisch als Brot sein. Es muss mehr Fleisch als Brot sein. Also, die Quintessenz. Solange die Wurst dicker wie das Brot ist, ist wurscht, wie dick das Brot ist. Das heißt, schneid einfach mal Pastrami auf. Und ich mache schon mal ein bisschen von unserem Krautsalat hier mit drauf. Ein bisschen Soße drauf. Und wie die Soße funktioniert, das zeigt euch die Eva jetzt. Wir machen jetzt unser Stäu-Dressing. Also das ist eine Variante, die wir im Stäu machen. Und zwar ist es perfekt für den richtigen Krautsalat, perfekt für einen gemischten Salat oder für einen Romana-Salat. Da ist wirklich alles drin, was bumst. Es ist leicht angelehnt an dem klassischen Thousand Island Dressing. Also 1000 Insel Dressing, das kommt eigentlich aus Kanada, Amerika, aus dem Ontario-See. Also wo diese 1000 Inseln sind und da wird das klassischerweise gemacht. Kommt auch auf das Pastrami-Sandwich. Wir machen wie immer unsere eigene Variante und ich erzähle euch jetzt, was da alles reinkommt, weil da ist einiges an Bums drin. Als erstes brauchen wir rote Paprikawürfel, ganz, ganz fein. Das ist auch der Grund, warum das die Eva macht. Hast Angst um deine Finger? Nein, ich kann das nicht so fein. So, also bei mir sind feine Würfel 1 cm auf 1 cm Kantenlänge. Die Eva, die kann das mit 1 mm auf 1 mm. Ungefähr, ich bemühe mich. Und das ist auch so ein alter Indianertrick. Also wirklich. Na? Den Trick habe ich ja beim letzten Video schon gezeigt. Ich hoffe, einige haben sie den gemerkt. Aber so kriegt man einfach am schönsten den Paprika von den Kernen entfernt. Okay, ich mache mal einen kleinen Seitenwechsel. Ich fange schon mal an bei unserem Dressing. Und zwar ist der Hauptbestandteil ein bisschen Ketchup. Dann nehmen wir dazu ein bisschen Mayonnaise. Vielleicht nicht ganz so viel. Dann nehmen wir dazu einen Löffel Senf. Dann habe ich hier Weißweinessig. In der Dressing muss ja immer ein bisschen Essig mit dazu. Dann habe ich ein bisschen geräuchertes Paprikapulver für die Schärfe. Dann Tabasco, den milden, von den roten Jalapenos. Genau, kannst du rein da? Ja, wir gleich mit dazu. Ja, logisch. Als nächstes brauchen wir noch Cornichons, also
kleine feine Gewürzgürkchen, Essiggurkel. Und da gibt es auch so einen alten Trick. Einfach auch immer ein bisschen was von dem Essiggurkenwasser mit dazu. Das ist perfekt abgeschmeckt. Da ist ein bisschen Süße drin, da ist ein bisschen Säure drin. Das ist eigentlich wunderbar. So, Worcestersauce. 1, 2, 3 Spritzer. Hat mein Vater schon immer gesagt, Ludwig, ein bisschen Worcestersauce, das schadet nichts. Und dann haben wir Ahornsirup, mein Liebling. Man könnte jetzt auch Honig nehmen oder Zucker. Wichtig ist, bei jedem Dressing oder bei jeder Soße gibt es die 4 S, das habe ich beim Stefan Marco erklärt. Süß, scharf, sauer, salzig. Also wir haben jetzt für die Salzigkeit einfach nochmal ein bisschen Salz zum Schluss. Dann haben wir für die Süße das Ahornsirup, für die Schärfe haben wir die Jalapenos, haben den Tabasco, haben das geräucherte Paprikapulver. Für die Säure haben wir den Essig, die Essiggurkel und, jetzt kommt auch schon das nächste, die Silberzwiebel. Die kommen dann noch mit dazu. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Dann ein bisschen Olivenöl. Und beim Olivenöl ist wie beim Bacon oder beim Speck. Viel hilft viel. Ja. Ich rühre das jetzt schon mal ganz vorsichtig um. Das schaut schon super aus. Das schaut richtig gut aus. So, ich denke, das reicht so, oder? Ja. Sagst du? Passt. Perfekt. Ein paar Jalapenos mit SCH. Diese grünen Jalapenos. Und dann gibt es einen ultimativen Trick, der sich immer super macht. Frische, kleine, grüne Kapern. Das ist so der Urbums, das Ur-Umami. Die hole ich jetzt schnell noch. So, die lasse ich jetzt einfach im Ganzen. Ich nehme immer die kleinen Kapern. Je kleiner, desto feiner. So. So, da noch was für die Schärfe. Und das ist jetzt unsere Antwort auf Sauce Tartare, Thousand Island Dressing. Das ist unser Steu, Tapenade, unser Steu-Dressing. Und die auf ein Sandwich, auf ein Steak, egal was. Ne? Egal was. Die Sauce macht alles nur noch besser. So, jetzt wisst ihr, wie die Soße geht. Und jetzt widmen wir uns dem Kernstück, dem Herzen. Dem Pastrami. Das Pastrami, der Pastrami. 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 Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen hier Aufschnittpastrami aus der Brust und da ist eins ganz wichtig, wir haben die Brust halt nicht gebrochen, wir haben das Kollagen, das Bindegewebe jetzt nicht komplett zerstört und deshalb muss ich das ganz, ganz dünn schneiden. Das ist auch was man kalt gut über die Aufschnittmaschine ziehen kann, das klappt da sehr gut. Aber wenn wir uns jetzt mal eine etwas dickere Scheibe rausschneiden, ja, dann haben wir halt hier drin immer noch sehr viel Flex, das ist fest, ne? Das ist ein kollagenreiches Stückchen. Aber das ist ja nicht zwangsweise schlecht. So, jetzt schauen wir. Wichtig ist, dass man das auch mit ganz viel Liebe und Hingabe verteilt. Ich habe jetzt mal ein bisschen Pastrami auf das Sandwich gemacht. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Kraut. Salat obendrauf. Und noch mal ein bisschen von unserer schönen Soße. Ganz zum Schluss kommt der Deckel obendrauf. Und damit man es schöner schneiden kann, mache ich jetzt mal zwei so Holzspieße rein. Und kleiner Tipp für euch zu Hause, die Holzspieße nicht mitessen. Das tut weh. Seid ihr bereit? Et voilà. So sieht's aus. Das perfekte Pastrami-Sandwich. Wir machen ja Pastrami. Pastrami muss nicht zwangsweise aus der Brust sein. Und um das zu demonstrieren, haben wir mal ein anderes schönes Stück genommen. Das Picanha oder den Tafelspitz. Pastrami heißt einfach in diesem Sinne jetzt mal, wir haben das mit Nitritpökelsalz rot gemacht. Und das sieht man jetzt hier ganz schön. Das ist jetzt die Pastrami-Variante aus dem Tafelspitz. Ihr könnt es aber auch Oberschale, Unterschale, Hüfte, Tafelspitz, egal was nehmen. Ne? Fühlt es euch frei, ihr müsst nicht zwangsweise die Brust nehmen. Die Brust ist halt der Klassiker. Aber man sieht ganz schön, es klappt auch wunderbar mit anderen Fleischteilen.
Ganz wichtig ist halt, dass wenn wir sowas nehmen wie die Brust oder eben auch eine Oberschale, wo wir viel Bindegewebe drin haben, dass wir es dann ganz, ganz dünn aufschneiden. Ich meine, Serrano-Schinken zieht man auch über eine Aufschnittmaschine, damit er möglichst dünn ist, damit der Flex, der hier einfach drin ist, dann doch wieder gebrochen ist. Man sieht hier, schaut euch an, man sieht das Kollagen noch da drin, diese weißen Fasern, die da drin sind. Und dann geht es eben trotzdem sehr, sehr gut, wenn wir es dünn schneiden. Und hier könnte man auch ein bisschen dickere Scheibe machen, ne? Und das ist dann trotzdem zart und funktioniert wunderbar. Genau. Ne? Also schmeckt auf jeden Fall auch hervorragend. Die Struktur ist natürlich bei jedem Cut anders, aber das liegt halt an euch, dass ihr das für euch rausfindet, was am meisten Spaß macht. Wichtig ist, es gibt keine Regeln. Macht, was ihr wollt, macht so, wie ihr Bock habt, denn Kochen ist eine freie Geschichte und Pastrami machen genauso. Also wir geben euch gerne einen Anspann, aber nichts muss, alles kann. Das hier ist jetzt der Aufschnittansatz gewesen. Wir haben draußen noch ein ganzes dickes, nass gepökeltes Pastrami liegen. Das hat jetzt auch so eine Kerntemperatur von 65, 70 Grad. Erste Phase ist fertig und das wandert jetzt nochmal in den Kombidämpfer. Mit purem Dampf werden wir das nochmal so 3,5-4 Stunden lang bearbeiten, bis das richtig weich ist und bis es zerfällt. Und da zeigen wir euch den Anschnitt dann in 2-3 Stunden oder 4, ja, wenn es weich ist. Ja, Pastrami, die andere Variante und ich würde sagen, ja. Wie lange ist jetzt vergangen? 8-9 Stunden, 4 Stunden Rauch, 4 Stunden Dampf und das bei einem 7-7,5 Kilo schweren Teil. 2 Wochen pökeln, eine Nacht wässern, wäre so der sinnvolle Ansatz. Gerubbt, ich meine, viel mehr Krams kann man mit einem Stück Fleisch nicht anstellen, oder? Kennst du noch irgendeine Zubereitung, wo man mehr macht? Aber das ist schon Königsklasse, würde ich sagen. Pastrami selber machen. Ein geiles Pastrami-Sandwich. Wie das Brot funktioniert, haben wir gezeigt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal den Burschen an, oder? Mach mal den Deckel auf, ja. Also, wir haben es noch mal ohne Abdeckung nach dem Dämpfen hier kurz reingegeben. Das gibt noch mal so ein bisschen Kruste und ein bisschen Farbe. Und das ist nur bei 80 Grad hier drin. Das ist die Ruhephase. Es wabbelt und jiggelt schon schön vor sich hin. Ich kann es auch anfassen. Ne? Beweis dafür, das fette Teil da raus. Es schaut auf jeden Fall brutal aus. Ne? Ja. Also jetzt der magische Moment beim Pastrami oder bei der Pastrami oder bei dem Pastrami ist der Moment, wo du es aufschneidest und wenn man die wirklich schöne rosa-rote Farbe sieht. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Gib Gas. Soll ich mal vorsichtig hier hinten probieren? Ja. So. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann ist es wirklich perfekt. Also diese 2 Wochen haben sich mehr als gelohnt. Jetzt schneid mal was auf zum Probieren. Sehr schön. Geil. Ja, wir schneiden dünne Scheiben drauf, es wird klassisch auf ein Sandwich gelegt. Ja, auch hier nochmal der Test, dass das wirklich zart geworden ist. Wir können einfach die Fasern auseinanderziehen, hat aber trotzdem noch so viel Halt, dass wir vernünftige Scheiben von machen können. Wir machen einfach mal ein schnelles Sandwich, oder? Ja. Ja. Ich mache das Brot dazu. Und wir haben jetzt hier ungetoastet. Oder sollen wir es schnell auf den Grill hauen? Eigentlich müsste man es toasten, aber jetzt ist das Pastrami warm. Wir essen es auch mal ungetoastet, oder? Ja. Richtig. Dann braucht man für so ein klassisches Pastrami-Sandwich eine ordentliche Portion Fleisch. Das ist auch so saftig, das wirkt nicht trocken in keinster Weise. Wir hauen da eine gute Ladung Senf drauf aufs Brot. Wir geben noch ein paar Gurken mit drauf. Ganz rough. Ein fettes Pastrami-Sandwich. Deckel drauf und fertig. Und auch hier wieder der Spruch schlechthin. Solange die Wurst dicker wie das Brot ist, ist Wurst, wie dick das Brot ist. Das ist Fleischglück, Freunde. Und wenn das jetzt Appetit gemacht hat auf mehr, mein zweites Buch Rincomplete, da ist übrigens auch eine schöne Pastrami drin und die ganzen Soßenrezepte, wurde neu aufgelegt. Das verlosen wir. Wir machen 5 Stück. Ne? Also wie gesagt, schreibt einfach einen Beitrag drunter und warum ihr das haben wollt und dann wird es persönlich signiert für euch. In diesem Sinne, das ist Glück, das ist Fleischglück. David, schön, dass du da warst. War mir eine Ehre. It's a pleasure for me. Stay tuned. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.